was ein kleines Like so auslösen kann. Ich habe ja darüber berichtet, dass in einem Twitch-Livestream Sergio Ramos quasi um Haaland gebuhlt hatte. Er hatte ihn gelobt und auch sich ausgesprochen, dass er quasi kommen könnte zu Real Madrid. Also Ramos hat gesagt, Haaland wäre nicht schlecht wegen seines Hungers nach Toren, nach Titeln, seiner Größe und seiner Geschwindigkeit. Er hatte geschwärmt für Haaland in diesem Livestream und jetzt hat Haaland reagiert darauf und likte im Gegenzug ein Post von Sergio Ramos, wie er quasi jubelt nach dem Weiterkommen gegen Atalanta. Da hatte man 3:1 gewonnen und das gefiel Haaland. Die Real Madrid-Fans rasteten aus auf den sozialen Medien. Diesen Like von Haaland haben sie so ernst genommen, dass sie sagten, ey, der will kommen, der liked ja schon von unserem Capitano die Fotos, dass Real weiterkommt. Er freut sich quasi, Haaland wird kommen. Die Fans sind komplett durchgedreht wegen diesem einen Like. Wo man natürlich sagen muss, im Endeffekt ist es nur ein Like. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er einfach persönlich es cool fand, dass Ramos ihn gelobt hatte. Auf der anderen Seite hat er dann auch geliked, als Vinicius Junior etwas gepostet hat. Auch da ließ Haaland ein Like da und freute sich über das Weiterkommen von Real Madrid, von seinen neuen Teamkollegen. Man geht davon aus, dass Real Madrid in der Pole Position ist um Erling Haaland, aber viele andere Vereine wollen ihn auch. Das fängt an bei Barcelona zum Beispiel, Chelsea zum Beispiel, in England gefühlt jeder Top-Verein will ihn haben, auch Paris wird immer mal wieder genannt. Es gibt so viele Vereine, also jemand hat mal gesagt, es gibt wahrscheinlich bei keinem großen Verein einen Sportdirektor, der kein Interesse hat, wenn er Haaland bekommen könnte. Das stimmt, ja, vielleicht bei den Bayern ist man ein bisschen vorsichtig, aufgrund auch von Lewandowski. Auf der anderen Seite hätte man Haaland wahrscheinlich auch gerne als seinen Nachfolger. Also es wird interessant werden, wo er hinwechselt. Ob ein Like das Ganze entscheidet, wird die andere Geschichte sein. Aber ja, Haaland und Real Madrid, ich persönlich finde, das passt. Was sagt ihr? Ja, apropos sagen, da kommen wir zu Ante Rebic. Er hat zum Schiri eine ziemlich böse Beleidigung gesagt. Was genau er gesagt hat und wie lange er dafür gesperrt wurde, erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.